jetzt schon müde werden. Nein, mich nur kurz zu den Dingen auch noch so, weil erstens so quasi der Eisenbahnbrücke. Ich glaube, diese Sachen müssen geklärt werden. Weil fragen Sie mal einen Pendler oder lieber Linzfahrer, die möchten alle eingehen in den Hauptbahnhof. Ja. Das heißt, das muss einmal geklärt sein und das darf nicht so ein Politikum bleiben. Und wenn das nicht möglich ist, dass die Eisenbahnbrücke erhalten bleibt, dann muss man sich ein anderes Konzept überlegen. Sie haben halt was Wichtiges gesagt, Herr Rundersburger, oder der zweite Referent, mit der dreispurigen Sache. Ja. Das ist ja auch eine Überlegung wert. Ja. Weil man muss einmal diese Sachen klären und dann sagen, für das drehen wir vehement rein. Ja. Weil bei uns muss primär auch für die Pendler attraktiv sein. Ja. Und dann auch für den Tourismus, das ist ganz klar, also für beide Seiten. Ja. Und da muss ich wissen, was ist mit Eisenbahn, ja oder nein, warum nicht ein anderes Konzept auf den Tisch legen. Wir haben eine dreispurige, also mit einbürgerlichen Straßenbahn. Das war meine.